Die E-Mobilität schreitet immer weiter voran. Eine unzureichende Ladeinfrastruktur führt aber häufig zu Problemen und nicht selten werden Elektroautos mit dreckigem Kohle oder Atomstrom beladen. Aber wie kann man ein E-Auto sauber und sinnvoll laden? Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, laden aus dem Netz über den Hausanschluss. Sie beziehen keinen Ökostrom. Es ist teuer und langsam. Haushaltssteckdosen sind oft nicht dafür ausgelegt, über mehrere Stunden stark belastet zu werden. Zweitens, laden an öffentlichen Ladesäulen. In vielen Fällen ist es teuer. Es gibt viele verschiedene Abrechnungssysteme und es ist oft unpraktisch, weil es nur wenige Ladesäulen gibt und diese nicht flächendeckend verfügbar sind. Drittens, zu Hause laden mit einer Solaranlage. Bei dieser Variante haben Sie 100% erneuerbare Energie. Sie sind unabhängig vom Stromanbieter und der Strom kostet nur ein Drittel gegenüber der Ladung mit Strom vom Energieversorger. Das E-Auto mit sauberem Strom aus der eigenen Solaranlage laden? Das macht Sinn. Aber wie funktioniert das? Eine Solaranlage kann ganz einfach auf Ihrem Dach oder Carport installiert werden. Dies ist auch bei Dächern mit unterschiedlichen Ausrichtungen und Neigungen möglich. So können Sie Ihren eigenen sauberen Sonnenstrom produzieren und ihn für den eigenen Bedarf im Haus verwenden. Oder mit einer intelligenten Wallbox direkt Ihr Elektroauto laden. Eine Wallbox ist eine intelligente Ladesteuerung, welche zum Beispiel in die Garage montiert werden kann. Die Wallbox kommuniziert mit der Solaranlage und dem E-Auto und sorgt dafür, dass das Fahrzeug mit Solarstrom geladen wird. Und wie lange dauert das? Zum Beispiel lädt man mit einer 22 kW Wallbox in 5 Stunden einen Tesla Model S P100D. Fangen Sie jetzt an, Ihr Elektroauto mit eigenem, sauberem Sonnenstrom zu laden.